Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier gerade im Wasser planschen, denn ich bin auf dem Highfield Festival. Ich bin gerade hier im See. Sehr angenehm. Deshalb gibt es, weil ich jetzt Festival bin, gibt es ein Follow Me Around von mir, von meinem Wochenende. Tja, es ist schon Donnerstag. Ich bin Helfer, also Lotse heißt das. Halt bitte mitarbeiten hier. Deshalb musste ich halt schon Mittwoch anfangen. Das Camp hat halt erst ab Donnerstag normal auf und die Musik geht dann halt erst am Freitag los. Aber ich musste halt schon zum Aufbauen und Helfen Mittwoch los machen, hier sein und dann auch bis Montag bleiben und dann halt aufräumen und so. Und ich habe mich auf dem Weg hierher dreimal verfahren, weil ich so schlau bin und kein Navi habe und gehofft habe, dass die Weganleitung auf dem Eintrittszettel stimmt, aber nein, stimmt nicht. Dann bin ich Mittwoch angekommen. Ich musste schon früh anreisen, weil ich Mittwoch schon arbeiten musste. Dafür habe ich Samstag frei. Also das ist so, man muss halt in der Festivalzeit hat man halt seine Schichten und muss insgesamt, glaube ich, 24 Stunden gearbeitet haben. Dafür habe ich Samstag frei, weil ich gestern schon gearbeitet habe. Gestern haben wir Banner aufgehangen von diesen Müllinseln, also wo so dreieckige Zäune sind. Dann waren wir am See, es war sehr schön, weil wir haben halt die Banner aufgehangen. Da sind wir über den ganzen Campingplatz, der noch total leer ist. Es war sehr sonnig und danach in den See zur Abkühlung, das war so angenehm. Und jetzt haben wir Donnerstag früh, ich glaube es ist 10 oder so, mein Uhr ist drüben am Strand. Und weil ich traue mir das noch nicht vor so vielen Menschen hier einen Vlog zu machen, so zu quatschen. Deshalb bin ich rausgeschwommen und dachte, ich bin cool und mache mein Video im Wasser. Und dann durch die Luftmatratze habe ich bestimmt auch übelst breite Oberarme. Heute beginnt meine Schicht 13.30 Uhr. Wir stehen am Einlass. Das heißt, wenn dann die ganzen Leute kommen, mache ich da irgendwas. Was genau weiß ich noch nicht. Bin ja halt auch zum ersten Mal Lotse. Aber ich freue mich. Und dann heute Abend wird gegessen. Yay! Es ist übrigens auch mein allererstes Festival. Und ich bin noch sehr gespannt, wie das Ganze abläuft. Also die erste Nacht war noch grusam, aber wie gesagt, es spielen ja auch noch keine Bands. Aber sie war kurz. Es war so kalt, obwohl es so übelst warm ist. Aber ich war zu faul, mich zuzudecken. Und da war das so kalt. Und ich bin um 6 Uhr wieder aufgewacht. Tja, mal sehen, was ich so als nächstes filmen möchte. Mich hat schon eine Wespe gestochen. Ich habe meinen Becher hingestellt und dann hat mich was am Arsch gekrabbelt. Und ich dachte, es wäre nur ein Haar und machte das weg. So, wie man das ja immer wegmacht, wenn man denkt, es ist ein Haar oder ein Fussel. Und auf einmal tat das übel weh. Da war das eine Wespe und die hat mir in den Arsch gestochen. Menschen, die gerne rein möchten, aber wir dürfen noch nicht arbeiten, wir müssen noch warten und schwitzen. Ahoi, jetzt habe ich hier Gast Dani und Nick. Es ist, unsere Schicht ist um, es war sehr staubig, wir waren so staubig. Wir waren uns vor uns waschen, jetzt sind wir auf dem Weg zur Backstation und da spielt Montreal. Die kenne ich zwar nicht, aber wir wollen ja was erleben. Habt ihr noch was zu sagen? Wir wollen was erleben. Wir wollen was erleben. Wir wollen was erleben. Ich mache ja kein Selfie. Nein, das ist kein Selfie.
wieder am Start. Team 1. Gestern war da nichts weiter mehr passiert. Ich bin im Dunkeln über das Camping-Ding gelaufen und habe jemanden gesucht, aber niemanden gefunden. Und heute sind wir auch nur am Chillen gewesen, weil die Acts, die gehen ja dann erst nach der Schicht los, beziehungsweise heute Abend. Geil. Und jetzt sind wir an unserer Schicht. Achtung, mein Auto. Ein Bus. Ja, ein Shuttlebus. Jetzt warten wir auf unsere Schicht. Heute haben wir Verkehrsschicht, das heißt, es wird sehr staubig. Wir müssen die Autos anscheinend einweisen. Es ist alles auch schon extrem voll. Ich mache mir dann auch noch was. Ich habe extra ein Tuch geliehen. Geliehen auch noch? Ja, die hat gesagt, es ist in Ordnung, wenn es staubig wird. So, wir sind jetzt fertig mit unserer Verkehrsschicht. Es war ein bisschen staubig. Doch, ein bisschen staubig. Auch ein bisschen langweilig, weil man musste einfach nur sagen, hier, ihr fahrt da lang. Der Alex ist jetzt aber noch da. Ach, da kommt der Alex rein. Und jetzt gehen wir aufs Infield, da wo es abgeht. Und ich habe mich extra. Ich bin über 25, ich bin fast 30. Hallo, mein Field! Hier sind Frankfurt! Die Aufnahmen von gestern, das war einmal Frittenbude und dann Clouseau, wo ich mal kurz ein bisschen reingeschaut habe. Danach war ich bei Materia und hatte aber meine Kamera im Zelt vergessen. Deshalb gibt es davon keine Aufnahmen, aber ich denke, Materia muss man live gesehen haben. Jetzt ist es um 12 Uhr und ich laufe hier gerade über das Infield und ist es da schon leer. Da ist Bandprobe oder Ton-Ding und es ist sehr erstaunlich. Wenn hier alles leer ist. Also gestern war ja alles voll. Ich stand zwar vorne an der Biene, ich weiß nicht, wie es genau hinter mir aussah, aber ich habe ein Foto gesehen, wo halt hier wirklich alles voll war. Wir laufen ja ein bisschen durch die Gegend und schauen uns das an. Gestern hatte ich nämlich auch keine Zeit. Gestern war es ja dann zu voll und zu dunkel. Da dachte ich, jetzt quetsche ich mich nicht durch die Menschenmasse. Und da hinten, dieser Eingang, ist der Backstage-Eingang. Da komme ich durch, deshalb kam ich immer direkt bis vor die Bühne. Gestern bei Material, das war sehr nice. Da musste ich mich nicht hier durchquetschen. Nee, ich konnte halt nicht widerstehen und habe mir eine weitere runde Sonnenbrille geholt. Wobei mir jeder sagt, dass mir runde Sonnenbrillen nicht stehen, aber ich finde die einfach so toll, deshalb kaufe ich mir die. Ich bin dann eine Rebell und trage die trotzdem. Das ist dann der Haupteingang, wo alle anderen reinkommen. Ich habe die Kamera eingepackt gelassen und ich war auch so froh darüber, denn ich lag ein paar Mal auf dem Boden. Es war sehr staubig, es war sehr schaumig, aber es war auch sehr schön. Für jeden von euch zu empfehlen, aber es tut mir leid, dass ich kein Video gemacht habe. Keine bewegten Bilder, aber ihr könnt zum Beispiel meine Schuhe. Und mein Schuh. Einmal habe ich meinen Schuh verloren und der andere Schuh, da hat sich die Sohle gelöst, deshalb habe ich die gerade geflickt. Jetzt kurze Pause, danach noch zu Alligator. Ich schätze mal, da werde ich mich trauen, die Kamera auszupacken und danach noch KIZ. Da wird sie wohl wieder verschwinden. Wird sich schaut, sieht mich aus dem Anschreien, macht euch einen schönen Tag und lasst
Stimmung, dann ging das. Und danach habe ich mich noch mit dem Metalboy Basti getroffen. Ich wollte 4 Leute treffen auf dem Festival. Und ich war der Einzige, bei dem es auch wirklich funktioniert hat. Die anderen, die hatten dann keinen Akku mehr oder die haben nicht zurückgeschrieben oder es gar nicht geschrieben. Und so, ja, das ging dann bis 4, deshalb habe ich gestern auch nicht mehr gefilmt. Und heute war ich dann so groggy, weil ich bin um 6 oder so schon wieder aufgestanden, also ich habe nur 2 Stunden gepennt. Und da war ich dann so groggy, da war ich ein bisschen am Strand und dann habe ich geschlafen. Und dann hat es angefangen mit Regnen und ich wurde nass. Und ja, wir hatten Müllschicht, wir sind halt, wir haben Pfand gesammelt für Viva Con Aqua, da wird halt jeder Pfand gesammelt und dann gespendet für Brunnenbauten in Uganda. Und da sind wir halt rumgerannt und haben dann noch ein bisschen aufgeräumt und so. Am Anfang war es ein bisschen lahm, wo wir halt nur rumgelaufen sind und die Leute einquatschen mussten. Als wir dann halt unseren Platz hatten, wo wir aufräumen konnten und die Leute von alleine ihren Müll bei uns reingehauen haben, da war das dann schon ganz cool. Und jetzt ist es Abend. Ich zeige euch das Riesenrad. Dann nur noch morgen eine Schicht Trash Mob. Das heißt, wir räumen auf, was alle anderen so übrig gelassen haben. Und dann ist das Festival leider auch schon vorbei. Heute ist Montag, unser letzter Tag. Und heißt es nach Aufräumen. Für die Festivalbesucher heißt es Heimreise. Wir müssen den ganzen Scheiß hier aufräumen, was die liegen gelassen haben. Und so sieht halt der Campingplatz in leerer, aber nicht aufgeräumter Haufen aus. Und da drüben wird dann immer noch die Hauptbühne abgebaut. Tja, was? Achso, gestern haben wir noch die Broilers geguckt. Die waren eigentlich gut. Ich kannte die jetzt nicht. Vielleicht werde ich mir doch ein Album von denen holen, weil die haben mir doch ganz gut gefallen. Yay! Yeah. Melone! Tja, jetzt sind wir noch am Aufräumen und Richtung Camp zurücklaufen, weil wir haben gleich Feierabend in einer halben Stunde. Und die Lustlosigkeit hat uns auch schon gepackt. Und dann wird noch für uns gegrillt, so als Abschlussfest. Ich könnte jetzt ja gleich mal mein Resümee ziehen, weil wir hier so lang schlendern. Also, das Festival selber war ja auch mein erstes Festival, hat mir sehr gefallen. Aber ich war ja auch ein paar Mal übers normale Camp geschlendert und unser Lotsencamp war ja so ein Stück abseits. Und ich denke, als normaler Festivalbesucher würde ich nicht herkommen, weil das war mir dann wirklich dann doch ein bisschen zu viel, wenn ich immer hier war und so. Und unser Camp war halt schon ruhig, aber halt trotzdem so, man hat halt die Leute gekannt, man war so eine große Familie. Also, aber es wird wahrscheinlich auch immer noch aufs Highfield gehen, weil es so schön nah ist. Und deshalb werde ich mich auch nächstes Jahr wieder als Lotse bewerben und dann halt nur herkommen, wenn ich als Lotse angenommen werde. Und was die Musik-Acts angeht, habe ich ja alle Bands jetzt so zum ersten Mal live gesehen. Ich war ja bei Material, die Show war wirklich genial. Ich gehe ja am Freitag, ist der nochmal in Dresden. Da gehe ich auch nochmal hin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann habe ich die 257 geschaut, davon habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Fand ich sehr gut von der Show her, auch wie die Menge mitgemacht hat. Das Proben fand ich, hat dazu gepasst, hat mir sehr Spaß gemacht. Alligator war natürlich so mein Lieblingshaupteck. Deshalb war ich auch hier mein liebster Künstler. War ich auch sehr froh, den Live gesehen zu haben. Sehe den aber erst auch wieder. Ach nee, Trailer Park Open Air. 2 Wochen, da bin ich auch wieder, da sehe ich den nochmal. Und dann haben wir. Ah ja, und danach als letztes KIZ. Ja, das habe ich ja schon erwähnt. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem Konzert, wo ich im Dezember hingehe, ob das dann genauso wird wie hier auf dem Festival oder nicht. Deshalb. Das waren halt da, wo ich mittendrin stand. Bei den anderen stand ich eher so am Rand hab zugehört. Woran ich mich erinnern kann, Montreal hat mir auch gefallen. Habe ich mir auch eine CD geholt. Preußes, wie gesagt, werde ich mir wahrscheinlich eine CD holen. Und was haben wir noch? Prinz Pi fand ich jetzt nicht so. Wir standen am Rand. Vielleicht war auch einfach die Akustik am Rand nicht so gut. Frittenbude. Da habe ich jetzt nie wirklich was mitgekriegt. Clouseau war ein bisschen lahm. Also den habe ich früher mal gehört. Ich habe auch einige Alben von denen da. Aber irgendwie so als Live-Act ist der jetzt nicht so, dass der berauscht. Aber da stand ich halt auch am Rand. Das könnte einfach an der Akustik gelegen haben. So. Festival war super, hab ich schon gesagt. Acts waren super. Und das war eigentlich so mein Resümee. Ich werde dann wahrscheinlich nichts mehr filmen. Also wir gehen dann halt noch essen. Zelt ist gepackt und dann fahre ich nach Hause. Und dann war das mein wunderschönes Wochenende. Die nächsten 2 werden auch schön mit halt Material und Trailer Park Open Air.
Und ja, deshalb beende ich das Video jetzt hier und sage, wollt ihr mehr von mir sehen, drückt den Abo-Button. Ciao, ciao!